Schingeli am Mic mit dem Ova Paars. Schingeli ist zurück, Sebi jemanden noch nicht kennen. Habe eine Kunstpause gemacht, gute Sachen brauchen länger. Veränderungen durchgemacht die letzten paar Jahre. Von Podcasts aufnehmen und die ersten grauen Horde. Zwischen Bügeln und Sport schreibe ich beflügelte Worte. Und habe zügelt aber nur gerade so über eine Strasse. Niemand sagt mir, wie ich das Leben habe. Ich bin ein Tagträumer, aber lebe gleich in Gegenwart. Ein paar neue Leute für immer weg, tauen jetzt einen Kinderwagen. Oder bauen sich heute mit einem Wintergarten. Leben am Limit ist mein Bierfach leer. Oder wenn die nächste Mahnung schon im Brieffach wäre. Immerhin sind meine Texte nicht von ChatGPT. Das ist Rap, Schingeli, sind ein fetter MC. Und wenn mir jemand sagen will, was weg sollte sein, sage ich, check ich das nicht. Mache Rap nur für mich, Paarbars. Das sind Paarbars 7. Schreibe den Scheiß, um nicht in Wahnsinn zu treiben. Das sind Paarbars 7. Lass zu. Ich bin endlich wieder zurück, das sind Paarbars 7. Schreibe Texte nur noch, um nicht in Wahnsinn zu treiben. Soll nicht trinken und nicht fluchen, um mal abschalten. Doch sind die sorgenlosen Stunden manchmal knapp halten. Darum brauche ich meine Stunden nur noch für Leute, die ich schätze. Bis ich irgendeine lehre, mich von nichts mehr zu stressen. Hasse Oberflächlichkeit, das ist einfach kein Reiz. Und auch für Menschen ohne Empathie gibt es leider ein Nein. Nein. Räumen auf mit Scheissdreck vom Leben. Hat er gemeint, die Siege weg ist leider weit weg daneben. Mein Leben nicht im Griff, aber Selbstvertrauen. Es ist vieles möglich, schaffst es an dich selber zu glauben. Brauche keine Flosken, Alter. Ich weiss, wenn man die Mitte findet, für alle, was immer besser wissen, habe ich nur ein fiktiges Schwing. Und auch wenn es niemand versteht, ist es Musik, die mich vor der nächsten Krise verschont. Paarbars. Weil das sind Paarbars 7. Um nicht in Wahnsinn zu treiben. Das sind Paarbars 7. Schingeli am Mic. Peace.